Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Mein Name ist Patrick und heute schauen wir uns mal was ganz anderes an, denn das habe ich, glaube ich, noch nie gebracht. Meine Watchlist. Ja? Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Investitionen, obwohl ich schon 64 Titel im Depot habe oder wir schon 64 Titel im Depot haben. Und wenn ihr jetzt mal schaut, Stand 93.000 knapp ist es wert, 84 oder 85 investiert. Denn es gibt in den nächsten, ja, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6 Monaten sollten ein paar von denen, die ich jetzt momentan bespare, auf dem Kurs sein oder in dem Level ankommen, wo ich sage, da mache ich dann mal Pause und dann möchte ich wieder neue besparen oder andere, die im Sparplan waren, wieder in den Sparplan reinnehmen. Und das schauen wir uns heute an. Denn da haben wir zum Beispiel Pfizer ist demnächst fertig, Procter & Gamble ist demnächst fertig, Johnson & Johnson ist demnächst fertig, McDonald's ist demnächst fertig, genau, das müssten so die 4, 5 sind es momentan, die ich auf dem Kieker habe, wo mein Ziel nicht die 1000 Euro ist, die haben die schon längst erreicht, sondern die 10 Euro Netto-Dividende pro Ausschüttung, also jedes Quartal. Und wenn ich die erreicht habe, werden die Sparpläne dort gestoppt und das Geld ist natürlich dann wieder frei, also wenn es wieder da ist, um in existierende Depot Aktien, sagen wir so, die im Depot sind, investiert zu werden, reinvestiert zu werden, beziehungsweise um neue Titel reinzunehmen. Und das ist halt so eine Mischung draus und das ist das Video, was wir heute machen werden. Also, wie gesagt, wir sind bei knapp 85.000 investiert, 93 ist es wert, Performance diesen Monat knapp 0,7%, die letzten Tage waren wieder ein bisschen schlechter gewesen und year-to-date sind wir bei 11,3% im Plus. So, und ich mache das Ganze auf DB Diary und da springen wir mal direkt rein. Hier, Depotwert ist immer ein bisschen anders, ne? Aber das ist egal. Ihr seht, momentan knapp 2.923 Euro sind die Dividenden der letzten 12 Monate. Forward, also Forecast sozusagen. Für die nächsten 12 Monate sind wir fast bei 3.000 Einkommen, noch 30 Euro fehlen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur 10 Euro, die ich erhöhe pro Netto-Dividende. Pro Monat für die nächsten 3 Monate und dann haben wir die 3.000 Euro erreicht, was dann bedeutet, dass wir hier nicht mehr 243,65, sondern 250 Euro durchschnittlich pro Monat auf 12 Monate gesehen haben sollten. Ja? Also, wir schauen einfach mal das Erste an und das Erste, was bei mir so auf dem Radar ist, Fast Handle habe ich ja schon angefangen zu besparen, das wisst ihr ja schon, aber das Nächste ist Crown Castle. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut, die sind natürlich gefallen in letzter Zeit, aber von den News, was ich gelesen habe, soll das Ganze doch schon sehr interessant sein, vor allem im Hinblick auf in 2, 3 Jahren, wenn es dann die Investitionen, die sie jetzt tätigen müssen, wegen dem Ausbau in den USA, wenn die dann durch sind. Aber Kommunikation ist immer groß und wir brauchen mehr Daten, mehr Daten, mehr Daten. Und das könnte ein guter Deal sein. Jetzt sind sie bei knapp 86 Euro, ihr seht es. Dividendenrendite ist natürlich sehr interessant momentan auch, was mich freut. Aber nicht nur das, denn ihr wisst ja, ich gucke jetzt nicht nur noch auf die Dividendenhöhe, sondern auf das Dividendenwachstum. Und da gefällt mir halt das natürlich sehr, dass sie jetzt schon viel zahlen, aber Dividendenwachstum gefällt mir auch sehr. Und wir gucken auch kurz mal die anderen auf die anderen Jahre hinweg. Ihr seht es auf die letzten 5 Jahre sieht das doch ganz angenehm aus, oder? Also Crown Castle wäre so auf meiner Liste ganz oben momentan, was so als nächster Titel reinkommen könnte. Ne? So, dann geht's weiter mit, und das habe ich jetzt sortiert nach kleinster Dividende, die sie jetzt zahlen, aber auch im Hinblick auf Titel, die wachsen. Ne? Da haben wir dann Broadcom, ist natürlich nominell gesehen, ja, kostet die jetzt 778 Euro, also irgendwie 800 Euro knapp. Dividendenrendite ist momentan 2,22%, ist auch schon nicht schlecht. Also Durchschnitt, zahlen aber, wie gesagt, 17, 28, aber das Wachstum auf die letzten 5 Jahre gesehen waren 23% oder sind 23%. Und auch hier können wir schnell mal durchschauen. Das ist natürlich ein bisschen weniger jetzt. Ne? Und bei Broadcom müssen wir jetzt aufpassen, habe ich nämlich die News gehört, dass, wer benutzt Broadcom? War das jetzt Google, genau. Google hat ja, glaube ich, für ihre AI-Chips oder sowas Broadcom benutzt und das wollen sie jetzt selber machen, also Alphabet. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt auf den Kurs auswirken wird, die nächsten Wochen. Aber das ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, Broadcom muss jetzt nächste Woche sofort in den Sparplan. Aber ist auf der Liste. Dann haben wir Home Depot, 2,69%. Momentane Dividendenrendite kostet 288,50. Dividendenwachstum, letzten 5 Jahre 15%. 4 Jahre 12,4, 3 Jahre 11,7,
2 Jahre 12,5 und 11,16. Also sieht auch sehr interessant aus. Dann haben wir gehabt Merck & Co. Das ist nicht die deutsche Merck, sondern die Abspaltung, die es mal irgendwann gab. Das ist die amerikanische Merck. Da zahlen sie jetzt momentan 2,72%. Und Dividendenwachstum letzten 5 Jahre 8,56, 7, 6, 6 und 5,88 ist ein bisschen abnehmend, deswegen müssen wir da nochmal schauen, wie es aussieht. Ist aber jetzt auch nicht mein Top-Kandidat, sondern wie gesagt, ich habe das einfach sortiert jetzt nach der aktuellen Dividendenrendite, damit ihr es seht. Dann haben wir BlackRock. BlackRock finde ich noch mit am interessantesten von allen. Momentan Preis 623,50, zahlen knapp 3%, also ein bisschen weniger als 3%. Das sind natürlich Brutto, nicht Netto-Dividenden. Dividendenwachstum 11,78%, 5 Jahre 11,144, 11,92, 11,42 und 5,91 im letzten Jahr. Da haben sie ein bisschen abgenommen. Aber finde ich trotzdem sehr, sehr interessant. Wäre natürlich auch wieder sowas wie Sparplanaktien. Also da werde ich nicht einmalig investieren, da ich auch nicht die Kohle habe, dass ich so viel auf einmal investieren kann. Wie gesagt, eine kostet 623 Euro. Wäre schön, wenn ich so viel jeden Monat investieren könnte in eine Aktie, aber das wird nicht gehen. So, dann haben wir JP Morgan Bank. Mit Bank habe ich ja so meine, ja, habe ich mir die Finger ein bisschen verbrannt mit der Sparebank. Die hockt immer noch mit einem Wert von 0 bei mir im Depot. Je nachdem, wann das irgendwann mal wieder handelbar sein wird oder überhaupt, weiß ich nicht, aber ist so ein Mahnmal im Depot. Aber trotzdem, JP Morgan entwickelt sich relativ gut in letzter Zeit. 2,83% aktuell Dividendenrendite. Wachstum der letzten 5 Jahre waren 12,3. Dann haben wir hier 5,75, 3,5, 5,4 und 0. Also dieses Jahr wurde noch nichts erhöht oder aus letzter Jahr gesehen. Aber zahlen relativ decent Dividende momentan, ne? So, dann haben wir Vici Properties. Das ist, habe ich gesehen, bei einem YouTube-Kollegen auch. Der hat da auch investiert, aber nicht wegen ihm, sondern ich habe eine Dokumentation gesehen über Vici, wie sie Las Vegas, also sie sind vor allem, also die sind in Las Vegas investiert. Die haben, sag mal so, ein Viertel, nicht Viertel, wieder 40%, 45% von den berühmtesten Las Vegas Casinos und Hotels dort. Da gibt es irgendwie zwei. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde, diese Dokumentation. Ansonsten sucht einfach Battle for Las Vegas oder Battle of Las Vegas. Da werdet ihr sehen, irgendwie 20-minütige Dokumentation. Sehr interessant und zahlen 5,4% brutto. Dividendensteigerung haben wir erst seit 4 Jahren. Dann 3 Jahre, 9,4, 2 Jahre, 8,7 und 8,3. Und eventuell ist es auch so ein Gamble. Natürlich ist es ein Las Vegas-Ding. Aber da ist auch Realty Income wieder jetzt interessant geworden, weil Realty Income hat, glaube ich, das Bellagio in Las Vegas gekauft für 950 Millionen Dollar. Und Realty ist ja dieser, der Monthly Dividend Company, also ein Monatszahler, der halt ein REIT ist und die halt 90% ihrer Gewinne auszahlen müssen an die Aktionäre. Und das geht so ein bisschen einher in dieselbe Richtung. Also ich bin ja einmal in Las Vegas gewesen, auf der SEMA, auf der Tuning Show dort. Hab das Ganze mal live gesehen gehabt, ist auch schon wieder jetzt 7 Jahre her oder 6 Jahre her. Aber ja, das ist einer. Dann habe ich zwei Kandidaten, die sind nicht so wirklich auf der Top-Liste, sondern einfach nur so sind mir im Hinterkopf geblieben. Auch Dividendenzahlen, ich habe noch ein paar andere, die aber keine Dividendenzahlen, deswegen habe ich die heute jetzt mal nicht reingenommen. Da haben wir BHP Group, das ist eigentlich Konkurrent von Rio Tinto, die ich im Portfolio habe. BHP Group sitzt in Australien, 5,9% Rendite, Wachstum 25%, aber da muss man aufpassen. Ihr seht, die Zahlen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Das ist halt ein Zykliker, weil halt Rohstoffabbau und je nachdem, wie die Weltwirtschaft läuft und was halt gerade gebraucht wird. Aber auch da für die Zukunft, ja, Mineralien und Sachen, die wir aus dem Boden rausziehen, werden immer mehr gebraucht. Und deswegen muss ich mir das mal anschauen. Ist jetzt nicht urgent, muss jetzt nicht direkt sein, aber halt auch mal interessant zu schauen. Dividendenwachstum, ihr seht es, wie gesagt, sehr volatil. Ihr seht es dieses Jahr minus 20%. Also ja, müssen wir mal schauen, wie der Kurs ist. Wo haben wir den Kurs? Ja, ihr seht auch, der Kurs drüber wollte hier vielleicht, wenn es halt eine Phase gibt, wo es ein bisschen runtergeht, kann man vielleicht mal 10, 15 Stück einsammeln, wenn man ein bisschen mehr auf einmal kaufen möchte. Und dann vielleicht einen guten Einstieg schaffen und dann weiter besparen. Das müssen wir mal schauen, ne? Das gleiche gilt für Vale. Sind aus Brasilien. Das wäre vielleicht noch interessant, weil man einfach wieder die geografische, wie sagt man das, Diversifikation hätte. Aber das Problem ist,
Brasilien mit dem Reais, mit der Währung, Inflation extrem hoch. Ihr seht es auch hier, die Dividenden total durcheinander, da ist nichts, da kannst du nicht sagen, okay, dieses Jahr bekomme ich das, nächstes Jahr kannst du damit rechnen, vielleicht kommt weniger, vielleicht kommt gar nichts, vielleicht kommt doppelt so viel. Ihr seht, ja, sehr, sehr volatil, ne? 5,4% momentan, letzten 3 Jahre, ja, 1,8%, minus 47%, minus 45%, also das wäre eher wirklich so ein Zock und nicht wirklich eine Investition. Dann, wie gesagt, das sind erstmal so die Sachen, die ich mir so auf der Liste habe, auf der Watchliste, die ich einfach so ein bisschen verfolge, schon seit ein paar Wochen, Monaten, teilweise schon über ein Jahr. Ansonsten habe ich halt Visa im Depot und Visa zahlt halt relativ wenig Dividende, hat aber auch ein großes Wachstum. Und Visa habe ich momentan irgendwie 1300 oder sowas drin oder knapp über 1000 investiert. Aber könnte man wieder anfangen, wenn einer von den anderen 4 Sparplänen durch ist, dass man sagt, okay, ich bespare jetzt wieder Visa mit 25 Euro. Das wird ewig dauern, bis die mal auf die 10 Euro Netto-Dividende sind, weil da bin ich gerade bei 2 Euro. Das heißt, ich müsste meine Position verfünffachen. Aber ja, dann Thomas Sister habe ich auch im Depot. Auch die haben eine Dividendensteigerung. Aber ihr seht es, auch die haben ein bisschen volatil dieses Jahr, sind sie nicht gut unterwegs. Minus 44% Dividenden. Rendite, wobei ich glaube, die Zahlen, ja, die haben Zahlen nur einmal. Okay, gut, also die zahlen nicht zweimal, zahlen nur einmal im Jahr und dieses Jahr war es halt fast 50% weniger. Aber Kurs ist auch gefallen, deswegen könnte man sagen, vielleicht sammle ich die jetzt wieder ein. Ich gucke nicht auf die All-Time-Kurse und sowas alles, das könnt ihr selber gucken. Für mich ist wirklich, dass sie wachsen und ja, wie gesagt, auf letztes Jahr ist halt unschön gewesen. Ihr seht es, minus 40%. Aber langzeitmäßig ist das natürlich ein interessantes Ding, weil Tomra ist halt diese Pfandflaschenautomaten, die es eigentlich überall gibt. Und ich glaube, das wird nur noch mehr werden in der Zukunft. Also nicht nur Pfandflaschenautomaten, sondern auch Recycling, die dann automatisiert Sachen rausschießen, so mit Druckluft und sowas, und Scannern, um halt wirklich immer besser zu recyceln. Und das ist sowieso wichtig auch für die Zukunft, ne? Und last but not least haben wir noch Japan Tobacco. Das einfach nur zum Zeigen. Der ist ja sowieso im Sparplan bei mir. 5,8% Rendite brutto, 7,38% Dividendenwachstum. Und ja, der wird einfach weiter bespart. Und das war es eigentlich schon gewesen. Also schreibt doch gerne rein, ob ihr einen von denen habt im Depot, ob ihr darüber nachdenkt, was sind eure Titel auf der Watchliste. Und jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, Peace, ciao.